Ich bin der Dominik Wittgens, tätowiere seit 2012. Meine bevorzugte Stilrichtung ist der traditionelle und neotraditionelle Tätowierstil. Hab mein eigenes Studio, tätowiere auch noch in anderen Studios und bin on the road. Ich bin zum Tätowieren gekommen, da mein Onkel damals in Hamburg gelebt hatte, habe ich durch ihn schon sehr früh mit Tätowierungen ein bisschen in Kontakt gekommen. Mit 11 Jahren hat er sich das erste Mal tätowieren lassen, also als ich 11 war. Und von da an war es vorbei. Ne? Da habe ich mir dann anstatt Mickey Mouse Hefte Tattoo-Hefte gekauft. Mein Vater hat dann die Brüste etc. rausgeschnitten, damit das auch passt für einen 11-Jährigen. Und so habe ich dann angefangen zu zeichnen, zu malen, alles Mögliche. Ja, und dann musste ich aber leider warten, bis ich 18 bin, und dann habe ich losgelegt mit dem ersten Tätowier-Set. Ich zeichne sehr gerne nicht nur Tätowierungen und Flash, sondern auch Bilder mit verschiedenen Materialien. Mit Lacken, Acrylfarben, Ölfarben, Bleistiftzeichnungen. Ich habe jetzt für mich entdeckt diese Alkoholstifte, auch sehr schöne Farben. Also ich tätowiere am liebsten Traditional Style oder auch Neo-Traditional. Ist ein bisschen aufwendiger als der traditionelle, weil im traditionellen ist es halt einfacher oder weniger ist mehr. Das ist halt so die Devise. Im Neo-Traditionellen ist es eher so, dass die Grundtechniken vom traditionellen Stil werden zwar beibehalten, aber um einiges aufwendiger dargestellt, durch mehr Details, Farbverläufe etc. Ihr findet mich bei Facebook unter Domvi Traditional Art, bei Instagram über Domvi Tattooing und natürlich im Internet allgemein unter info@domvi.de.